Lieber Vlad, liebe Vera, es sind ein paar Monate vergangen, seitdem ich Kontakt mit euch aufgenommen habe. Und ich möchte euch in erster Linie dafür danken, dass ich durch eure Hilfe es geschafft habe, wieder ein normales, schönes, erfülltes Leben zu leben. Weil du kannst dich sicher, oder ihr könnt euch sicher noch erinnern, als ich mich bei euch hilflos gemeldet hatte, weil ich seit circa 3 Jahren, 3,5 Jahren kokainsüchtig war, und ich hatte ja alles schon versucht mit Entzugstherapie und so weiter, und es hat alles nicht so richtig geholfen, denn ich blieb ein paar Tage lang clean oder ein paar Wochen, aber dann hat es mich immer wieder zurückgerissen und ich war so verzweifelt, denn meine Frau hat immer mit mir gestritten und mich angefleht: Bitte hör auf damit, denn du zerstörst unser ganzes Leben. Denn wie soll ich sagen, mein Leben damals drehte sich mehr oder weniger nur um diesen Konsum. Ich ging zur Arbeit, ich dachte, wohin kann ich gehen, um mir eine Leine zu ziehen. Wenn wir fortgingen, ausgingen, etwas essen oder so, schaute ich ein Restaurant, wo kann ich es finden, dass es gute Toiletten gibt, wo ich mir eine ziehen kann und so weiter. In einem Wort, das Leben war wirklich die Hölle für mich. Und nach langem Versuchen und so weiter ist meine Frau auf euch gekommen. Ich weiß nicht, sie hat euch im Internet gesehen oder so und hat mir das vorgeschlagen. Ich habe nicht richtig verstanden, was ihr macht, was euer Beruf ist, wie ihr das macht. Doch ich war so verzweifelt, dass ich gesagt habe: Okay, diesen Schritt gehe ich auch und ich mache alles, was nötig ist, und ich glaube fest daran, weil ich vertraue meiner Frau, und wenn sie daran glaubt, dann will ich es auch tun. Und es hat so angefangen, dass ihr an dem Tag die Reinigung durchgeführt habt, ohne dass ich gewusst habe. Ich war in dieser Zeit in der Arbeit und ich habe auf einmal einen sehr, sehr starken Druck hier verspürt und in den Ohren und habe Kopfschmerzen bekommen. Mir wurde schwindelig. Das ging ungefähr 1 bis 2 Stunden so. Ich dachte, ich werde krank, ich habe Corona, keine Ahnung, was mit mir los ist. Und dann nach und nach fing es mir wieder an, gut zu gehen. Und als ich am Abend dann nach Hause gekommen bin, ist etwas Seltsames passiert, aber Seltsames, Wunderschönes. Als ich die Tür öffnete und in die Wohnung reinkam, habe ich gespürt, dass es so, wie soll ich sagen, so rein ist, dass es sauber ist. Nicht physisch, denn meine Frau putzt immer und es ist immer sauber in unserer Wohnung, aber ich meine energiemäßig. Es war wirklich so befreiend, und ich auch. Ich habe mich auch nach diesen 2 Stunden, in denen es mir ziemlich schlecht ging, habe ich mich befreit gefühlt, aber ich wusste nicht warum. Dann kam ich nach Hause, duschte mich, wir setzten uns hin und meine Frau erzählte mir darüber, dass ihr das durchgeführt hattet. Und da wurde mir klar, was es wirklich für eine Kraft hat und dass es mir auf jeden Fall helfen kann, helfen wird. Und da war dieser Moment, wo ich wirklich von mir aus daran angefangen habe zu glauben, ohne einen einzigen Zweifel zu haben, dass es wirkt, was ihr da macht. Ihr habt mir auch dieses Manifest geschickt, das ich jeden Tag seitdem, jede Nacht seitdem lese. Also bevor ich schlafen gehe, bete ich zuerst zu Gott und danach nehme ich mir dieses Manifest und lese es jeden Tag durch. Und es hilft wirklich unheimlich. Denn natürlich, je mehr die Tage und die Wochen vergangen sind, desto mehr habe ich es verinnerlicht und ich spüre es jetzt so, ich kann es fast schon auswendig. Und wie jeder Mensch habe ich ja in der Arbeit, vor allem weil ich in der Gastronomie arbeite, habe ich die Herausforderung, dass ich mit vielen Menschen zu tun habe und natürlich viele Energien bekomme. Und die sind natürlich nicht immer alle positiv. Wenn ich irgendwann das Gefühl bekomme, dass ich schlechte Laune habe oder mir schlechte Energie zugeführt wurde, denke ich an dieses Manifest und es verfliegt auf einmal. Also was ich damit sagen will, ist das Fazit: Alles hatte ich versucht, ich war verzweifelt, aber ich habe es durch eure Hilfe geschafft. Seit diesem Moment, als ihr die Reinigung gemacht habt, seit diesem Moment habe ich nie wieder das Gefühl verspürt, Kokain anzugreifen. Natürlich sehe ich es im Fernsehen oder man kommt ja damit in Berührung sozusagen, man liest es in der Zeitung oder man hört dieses Wort irgendwo, aber ich sehe es jetzt als neutral, so als hätte es nie in meinem Leben existiert. Ich sehe es so,
als das, was es ist. Etwas Schlimmes, mit dem ich in meinem ganzen Leben nie wieder etwas zu tun haben will. Weil seitdem ich clean bin und seitdem ich es geschafft habe, clean in meinem Körper und in meinem Geist und in meiner Seele zu sein, ist alles bergauf gegangen. Die Beziehung zu meiner Frau wurde viel, viel besser. Wir werden in diesem Jahr heiraten, weil alles so gut läuft. Finanziell ist es bergauf gegangen wie eine Rakete. Also es ist wirklich alles, es hat sich alles zum Guten gedreht. Und lieber Vlad, liebe Vera, das habe ich nur euch zu verdanken, weil ich wirklich weiß, dass es ohne diesen einen Schritt, ohne diese Hilfe von euch, ich es nicht alleine geschafft hätte. Denn ich habe es jahrelang probiert, verzweifelt probiert und niemals geschafft. Auf diesem Wege danke ich euch viel, vielmals und wünsche euch viel Erfolg in dem, was ihr macht. Und ich werde dieses Manifest jeden Tag bis ans Ende meines Lebens lesen. Danke, schönen Tag noch, Papa.